Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil war ich zu blöde, den Weg zu finden und auch zu blöde, die Gegner auszuschalten und habe viel zu lang gemacht. Deswegen werde ich mich jetzt beeilen, damit wir endlich mal ein bisschen weiterkommen und nicht mehr so viel rumsabbeln. Wir machen jetzt keine Gefangenen mehr hier, dann geht jetzt Schlag auf Schlag, mein Bar. Wenn ich den Weg finden würde. Ja, das wäre echt toll. Ah, okay. Riller-Trophäe? Nein, schade. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Ja, Dr. Young war schon hier. Aber wir wären nicht der größte Detective der Welt, wenn wir nicht ihre Spur verfolgen könnten. Irgendwo am Safe hier. Fingerabdrücke. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Du sagst es, Batman. Ich habe zwar noch keine Informationen zum Riddler bekommen, aber ich würde fast darauf wetten, dass diese Maske hier auch ein Rätsel ist. Natürlich. Wie maskierst du deine Gefühle, ohne die Kontrolle zu verlieren? Das ist nämlich die Maske von Black Mask. Nach dem mysteriösen Feuertod seiner millionenschweren Eltern erbte Roman Sionis ihr Vermögen und führte ihren Kosmetikkonzern an den Rand des Bankrotts. Als ihn Bruce Wayne durch den Aufkauf des Unternehmens vor dem Ruin bewahrte, schnitzte sich Sionis aus einem Fragment des Ebenholzsarges seines Vaters eine Maske und begann seinen Rachefeldzug. Als sich die Maske nach einem Gefecht mit dem dunklen Ritter in sein Gesicht brannte, wurde aus Roman Sionis der Bösewicht Black Mask. Heute ist Sionis einer der gefürchtetsten und mächtigsten Mafia-Bosse der Stadt. Totally fucked up shit. Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Natürlich ist er auch ein Berufsverbrecher. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, sich aus dem Sarg seiner Eltern eine Maske zu schnitzen. Also, Vorliebe für Masken hasst Batman und Bruce Wayne. Gesicht ähnelt einem schwarzen Schädel. Gefürchteter und mächtiger Mafia-Boss für seine beiden Pistolen berüchtigter Scharfschütze. Erlöst, das ist unmöglich! Naja, folgen wir jetzt erstmal Dr. Young. Ach ja, wir kommen jetzt natürlich nicht raus. Wir müssen mal wieder den Umweg gehen. Weil Batman als größter Detektiv der Welt mit megamäßigem Hightech Gillette-Rasiergel nicht in der Lage ist, die Tür zu öffnen. Er ist da drüben. Na gut. Batman steht anscheinend darauf, einfach durch kleine Gassen zu klettern. Also, erfüllen wir ihm doch seinen Wunsch. Ja, das wird hier ziemlich wehtun, hast du recht. Du machst gar nichts. So. Oh, ein Tonband. Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste.
Geist. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arm. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Ja, das ist so sein Ding, ne? Angst und so. Boah, kann man vermuten bei dem Namen Scarecrow. Also hier ist er natürlich lang gelaufen. Ja, da haben wir wieder ein kleines Joker-Geschenk. Gütig, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. So, wo ist er noch lang? Hier lang. Tracking. Warum nicht? Vor allem war die besoffen, dass sie sich überall hier festgehalten hat? Wie muss sie denn gelaufen sein? Ah, die schöne Bibliothek. War ja lange nicht mehr, ne? Fingerabdrücke, aber ich vermute mal, dass sie nach hier gelaufen ist. Ja, und das sieht doch verdächtig aus. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Ha! Das Jet-Gel kann sogar auch Dinge anzünden! Nein, nicht die Formel! Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Seth? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Ja. Jetzt müssen wir die Alte mal wieder retten. Und zwar vor Zaz. Ja, das heißt, wir müssen erstmal wieder komplett rausrennen. Ich glaube, Batman hat sich erkältet. Er hustet. Ich kann mich irren, aber die Architektur war vorher, glaube ich, anders. Oh, wir sind in Hogwarts. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warm. Mach weiter, Bruce. Wo bringst du uns hin? Wir können hier landen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da.
Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft's schon. So ein Junge mit so viel Geld. Dem wird's schon gut gehen. Sei still. Sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Überraschung! Ja, das Husten von Batman war natürlich kein Zufall. Nein, Scarecrow ist ihm wieder auf den Fersen. Und ich muss sagen, eine sehr schöne Inszenierung von dem Tod seiner Eltern nochmal. Wird man ja eigentlich nicht so unbedingt rechnen, wenn man das jetzt spielt. Also gut, dann wollen wir uns mal wieder hier... Was machst du, kleine Fledermaus? Oh. Was ich gerade sagen wollte, bevor ich von dem Spritzenheini unterbrochen wurde, dann spielen wir jetzt mal wieder schön Fear and Loathing in Gotham City. Ah! Da bist du ja. Shit. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Kacke. Naja. Gut, da war ich mir wieder zu selbstsicher. Das kennen wir ja bereits. Jetzt aber. Wie wir sehen, ist sie jetzt eine sehr lange Strecke, die ich nicht wirklich überbrücken kann, einfach nur mit Laufen. Aber zum Glück ist da oben ja so eine Art Box. Die wir natürlich runterziehen, um dahinter Deckung zu finden. The Walking Dead. Ja, die Skelettbrüder halten nicht ganz so viel aus. Müssen wir jetzt aufpassen, Timing ist wieder wichtig. Aller guten Dinge sind 3. Ah, zum Glück gibt es Rücksetzpunkte.
wie Glas zersplittern. Puh, diesmal haben wir es geschafft. Es gibt kein Entkommen. Was machst du denn, Batman? Spring runter da! Möchte ich mal wissen, ob... Sass hat Dr. Young im Büro des Anstaltsleiters eingesperrt. Ich muss sie da rauskriegen. Ja. Da möchte ich mal wissen, was er gemacht hat, während er auf dem Trip war, dass er hier oben im Glockturm gelandet ist. Also, naja. Wir können uns wieder was Schönes Neues aussuchen. Was nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen den Schallbatterang. Damit können wir dann nämlich Geräusche erzeugen, was die Leute vom Joker zu uns lockt. Einfach mal die Uhr kaputt machen. Warum denn eigentlich nicht? Beziehungsweise die Glocke. Weil ich schon mal hier bin, kann ich auch direkt das Haus kaputt machen. Wette macht sowieso die ganze Nacht über nichts anderes. Abgeschlossen. Ich muss einen anderen natürlich, okay. Finden. Es war also vom Spiel so gewollt, dass Batman wieder das halbe Haus zerstört. Hätte ich mir denken können. Ein Katz-und-Maus-Spiel kann schmerzhaft sein. Da ist wieder ein Gefährte vom Joker. Und wir machen jetzt mal Spaß daraus, den ferngesteuerten Batarang zu nehmen. Oh, wie ist denn das mal mit der Steuerung? Ist doch sehr schwammig. Jetzt muss ich erst wieder warten. Ach, mal komm, dann drauf geschissen. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Das sehen wir dann. Du mit deinem kleinen Elektrostöckchen. Oh, du mächtiger Schocker, du. Da bist du ja!
Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Doktor schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir! Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir! Ich bin ganz Ohr! Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Ja, du hast auch Spaß, mein Freund, ne? Ja, das Rätsel war mit Katz und Maus spielen. Und was sehen wir hier? Catwoman. Wie nennt man jemanden, der 3/4 meiner Rätsel... Catwoman. Selina Kyle wuchs als Waisenkind auf den Straßen von Gotham City auf und lernte schnell, sich als Diebin durchzuschlagen. Allerdings nicht als gewöhnliche Diebin. Sie erlernte verschiedene Kampfsportarten und perfektionierte die Kunst des lautlosen und unbemerkten Einbruchs in fremde Wohnungen. Ihre kriminellen Aktivitäten leiden oft unter ihrem zögerlichen Altruismus. Was zum Teufel ist denn Altruismus? Deshalb tritt sie mal als Schurkin auf, mal als Heldin. Es gelingt ihr dabei stets, dem dunklen Ritter zu entkommen, mit dem sie eine Art Hassliebe verbindet. Nicht zuletzt deshalb sind die beiden heftigen Flirts und einer gelegentlichen Romanze nicht abgeneigt. Ja, Sex auf den Dächern von Gebäuden unter klarem Himmel kommt öfters vor bei den beiden. Ach, sie ist Diebin. Ach, sie ist keine Berufsverbrecherin, sie ist Diebin. Ah, okay, da muss mir mal einer echt den Unterschied erklären. Trainierte Turnerin und Athletin, Nahkampfexpertin, sehr geschickt im Umgang mit ihrer neunschwänzigen Peitsche. Auffällig, unauffällig, hat eine Schwäche für den Diebstahl gut bewachter und berühmter Gegenstände, liebt Katzenmotive. Ein weiterer Punkt, der jetzt hier nicht in dieser Eigenschaftenliste auftaucht, ist, dass man die Träume und Wünsche eines 10-jährigen Kindes zerstören kann, indem man ihm anstatt eines Batmans zu Weihnachten eine Catwoman-Figur schenkt. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute wieder mal von euch. Schaltet auch bei der nächsten Episode rein, wenn ich dann Sass auf den Zahn fühle. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö.